Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 2. Beim letzten Mal habe ich ja noch einiges befreit und dann überraschend noch irgendwie einen letzten Ort gefunden. Schade, die gehen nicht kaputt. Heute machen wir mit Mission weiter, würde ich sagen. Also mit Story. Bevor wir das allerdings machen, keine Sorge, keine Komplettbefreiung. Harmlose Einsammelaktion jetzt nur. Denn hier nebenan, wo ich gerade gespawnt bin oder nach dem Laden aufgetaucht bin, gibt es eine kleine Möglichkeit schon mal. Wir steigen ein! Ja. Sachen zu sammeln. Und die will ich doch wahrnehmen. Wenn schon, denn schon, ne? Wie gesagt, hauptsächlich harmlose Sammelaktionen machen. Aber das ist zumindest jetzt gerade mein Ziel. Und im späteren Moment, wenn ich dann nochmal hierher komme, dann den Rest erledigen. Was dann hier noch ansteht. Auch wenn die Statue schon ein Stück früher weg könnte, aber ich muss mich zusammenreißen. So. Doch, ist es aber. So. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Den Rest mache ich später. So, wie gesagt, Nebenmissionen wie auch Hauptmissionen werden jetzt wieder angegangen. Und nur sporadisch, wenn wir gerade durch einen Ort durchsausen, nebenbei ein bisschen was einsammeln. Wenn es sich gerade ergibt, die Möglichkeit, ne? So, wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn. Ich guck mal, was uns hier erwartet. Ist ja keine Hauptmission, wie ihr wisst. Ich glaube, wenn man übrigens nur der Hauptstory folgt, kriegt man sowieso nicht gerade alles zusammen. Besetzt das verdammte MG! Steig ein, Genosse! So. Scorpio. Sie oh Mann, und jetzt ist das wieder so laut. Ich will mal wieder hier drüber sprechen. Tut mir leid. Diese. Ja, ja, wir haben es kapiert. Ihr seid laut. Prima. Im Sumpfgebiet des Rajang-Deltas gibt es eine dreckige Chemiefabrik. Die Regierungsschweine stellen dort alle möglichen chemischen Waffen her. Toll. Und pumpen ich den verstehe halt echt nicht, warum die Musik Fluss da so laut sein muss. Das macht mich so wütend. Dieses chemische Waffenarsenal sollte dem unterdrückten Volk zugutekommen. Helfen Sie uns, die Fabrik einzunehmen, liebster Genosse. Damit ich die Flammen der Revolution entfachen kann. Na denn? Ich weiß echt nicht, warum das so laut sein muss. Also tut mir leid, wenn liebe Spieler. Begleiten Sie meine Männer. Hat jetzt auch keinen Zweck mehr. Versuch gar nicht mehr zu reden. So.
Oh, das ist einer der Schützen. Okay, Scorpio. Sie müssen mich beschützen, bis wir das andere Ende der Fabrik erreicht haben. Dann hacke ich mich in Ihr System und überschreibe die Steuercodes. Wir greifen an! Und Scorpio, sorgen Sie dafür, dass ich am Leben bleibe. Achtung, Granate! Ja, sehr gut, er blutet! Wir kommen nicht durch! Scorpio, versuchen Sie, den Eingang irgendwie von innen zu öffnen! Nee. Also, nicht nee wegen Eingang, sondern nee wegen dem, was da gerade herumlag. Ja, ich sehe dich! Achtung, Granate! Ich hab ihn im Visier! Oh, Deckung! 2, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3. Er hat es geschafft! Dann los, Reapers! Komm schon! Wenn schon Verwüstung anrichten, dann richtig, ne? Ich brauch Deckung, ich geh rein! Sammelt euch hier, Genossen! Dringt weiter in die Fabrik vor, Genossen! Hab ihn im Visier! Ein Geschütz! Es gehört Ihnen, Scorpio! Das war's! Vorrücken! Ich sehe das Ziel! Ausschwärmen! Da ist er! Deckung! Die Kräfte der Freiheit triumphieren! Jetzt rücken wir weiter vor! Ja, und das sogar in forschen und schnellen Schrittes. Die Kamerade hat C4 mit bei gehabt. Das freut mich ja. Du verdammter Wichser! Immer weiter, Genossen! Die Revolution erwartet uns! Ach, ich muss auch noch auf das C4 zielen, rein optisch. Okay, das habe ich nicht gewusst. Jetzt habe ich es geschnallt. Er ist tot. Und bin ein Geschütz! Ein wenig schlauer. Es gehört Ihnen, Scorpio! Da drüben! Ja, sehr gut, er blutet! Feind am Boden! Okay, jetzt erklärt mir aber mal, wie ich dann das C4 zünden soll, wenn ich es gerade im Wurf habe. Unfassbar, aber es geht weiter. Zerstörung bleibt ja zum Glück immer gespeichert. So, habe ich. Er hat es geschafft! Ja, dann los, Reapers! Sammelt euch hier, Genossen! Ich stech dich ab wie ein Tier! Na gut, die Zerstörung bleibt relativ gespeichert. Deckung! Blute, Arschloch, Blute! Verdammter Wichser! Dringt weiter in die Fabrik vor, Genossen! Zu sterben. Das war's. Vorrücken! Es steckt ziemlich was ein.
los! Deckung! Echt jetzt? Jetzt sehe ich ihn! Klar! Okay, vielleicht sollte ich die Basis doch erst nach Abschluss. Er hat es geschafft! Dann los, Reapers! Ich sehe ihn, dieser Feigling! Sammelt euch hier, Genossen! Ich mache den Abschlussbereich dann erst und dann... Bringt weiter in die Fabrik vor, Genossen! Zeit zu sterben! Das war's! Vorrücken! Ich hab ihn im Visier! Komm! Granate! Ha! Die Kräfte der Freiheit triumphieren! Jetzt rücken wir weiter vor! Attacke! Schon wieder! Hallo, steh auf! Feind am Boden! Ich bin... Schnell mit nach vorne. Jetzt sehe ich ihn! Vorrücken! Immer weiter, Genossen! Die Revolution erwartet uns! Ich hab ihn erwischt! Ein Geschütz! Es gehört Ihnen, Scorpio! Lass ihn nicht entkommen! Er ist tot! Gut! Rückt vor! Er ist verletzt! Ach ja, geschafft. Er ist schwer. Ja, hier so. Ist es! Also passen Sie auf mich auf, während ich das System hacke, Genosse! Komm schon! Es bleibt! Ja, er ist verletzt! Verdammt! Das ist ziemlich raffiniert! Ich brauche noch etwas Zeit! Oh, komm, echt jetzt? Er ist da drüben! Cool! Jetzt sehe ich ihn! Okay, Leute. Bitte schreibt mal fett in die Kommentare. Totale Unfairness. Weil ich komme unter dem Versteck hervor, was ich mir gesucht habe. Und ja, hier ist es. Also passen Sie auf mich auf, unfassbar. Während ich das System hacke, Genosse. Einfach nur unfassbar. Zeit zu sterben. Feuer! Feuer! Cool. Sammeln! Er blutet wie ein Schwein! Scorpio! 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 Erledigt! Die Fabrik gehört uns! Yay! Jetzt kann ich die Zerstörung fortsetzen, die ich schon dreimal gemacht habe. Egal. Wir haben Sichtkontakt. Erbitte Verstärkung. Öffnet PDA. Subi. Noch mehr Nebenmissionen. Zu den eigentlichen Hauptmissionen. Ein weiterer Sieg im Namen der Freiheit. Scorpio, zwischen Ihnen und mir... Stimmt die Chemie. War das jetzt eine Anmache oder war das jetzt ein Witz auf Kosten der Mission Chemiefabrik? Wie immer sei. Gerne. Also, ne?
Okay, ich glaube, ich kann mich da nicht mehr rausreden. Das ist jetzt Hopfen und Malz verloren. Hin, da einmal kurz hin. Hier noch eine Granate hin. Hier rüber. Von hier dann darüber. Dann hier rüber. Wir werden siegen! So, dann nochmal hier rüber. Wir haben hier was! Schickt Verstärkung! Eine Granate da nochmal hin. Noch eine Granate dahin. Zwei Granaten hin. Melde Feinde in unserem Sektor. Alle Einheiten, vorrücken! Da die Kiste noch holen. Wie das alles, was ein missionsbezogener Bereich ist, kann ich ja absammeln, immerhin. Ne? So, hier brennt auch schon alles lichterloh, aber ich sehe noch nicht. Cool! Wirklich mehr. Es bleibt! Wir haben Sichtkontakt! Erbitte Verstärkung! Irgendwas ist einfach nur noch nicht zerstört. Weil der Radar ist jetzt komplett aus. Ich weiß auch schon, was das ist. Den Tank, den ich hier vorne vorhin stehen lassen habe. So wie der da. Habe ich noch was vergessen? Oh, ist das Skorpion? Okay, ich gucke mich nochmal um. Also, zum einen hier drüben. Weil natürlich gut und gerne noch sein kann, dass ich hier irgendwie Flächendenken, was ich übersehen habe, nee. Das müsste eigentlich alles schon gewesen sein. Oh Moment, wir haben. Feind gesichtet! Alle verfügbaren Einheiten vorrücken! Nee, Pipeline ist es wahrscheinlich ja nicht. Hey, hier rein, Scorpio! Jetzt ausschwärmen, Männer! Greife an! Oder ist es vielleicht doch Pipeline? Schließlich geht hier ein bisschen sehr viel Rohr rum. Ach nee, da, ich sehe schon. Okay. Gut, gut.
Dann würde ich sagen, kehren wir nach oben zurück. Das heißt, hier ins Gebirge, da wäre dann die nächste von den Roten. Ja. Das ist ein Scheißjob, aber irgendwer muss ihn machen. Stehst zu Diensten, Kumpel? Was darf's denn sein? Ja, einmal eine Exfiltration, wenn die Wachen alarmiert sind. Geht's allerdings nicht. Heißt, ich muss kurz warten, bis es abgeklungen ist. Und ja, ich weiß, die Mission hat jetzt wieder extra lang gedauert, weil ich ein paar Mal versemmelt habe. Es ist furchtbar. Es ist einfach nur furchtbar. So. Geht immer noch nicht. Jetzt müsste es aber gehen. Ja. Ich glaube, hier oben war's. Auf Risiko, dass ich nochmal ein zweites Mal Exfiltration nutzen darf, gehe ich da erstmal hin. Da wären wir! Ah, aber ist unmittelbarer Nähe zum Beispiel, zumindest. 3 Kilometer kann ich überbrücken. Würde ich sagen, 21 Minuten. Ich fange jetzt noch an mit der Aufgabe. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder, wenn es dann weitergeht, würde ich so machen. Ich glaube, ich könnte ja auch ganz grün mit sein, oder? Naja. So. Übrigens in einer der nächsten Folgen, sei es die zweite oder dritte, die ich jetzt noch gleich aufnehmen werde, wird es wahrscheinlich auch wieder so weit sein, dass ich nochmal blaue Punkte einsammle. Habe ich gerade einen neuen Ort entdeckt? Innerhalb... Okay, ich krieg eine Krise. Langsam werden das immer mehr Orte, die ich noch nicht entdeckt habe, die mich so richtig triggern können. Dadurch auch. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen natürlich die Mission, fokussieren uns darauf und dann mal gucken, was uns erwartet. Von daher, einfach cool bleiben. Das hier schaffen nur Sie, Genosse. Einige meiner besten Männer sind in Gefahr. Sie haben im Skihotel von Panau ein bisschen abgeschaltet, als sie plötzlich von Regierungsschweinen angegriffen wurden. Unsere Bestechungen funktionieren wohl nicht mehr, Genosse. Einer meiner besten Offiziere, in jeder Hinsicht übrigens, wurde schwer verletzt. Sie müssen einen Arzt da reinbringen und die Soldaten ausschalten. Bitte, Genosse. Dieser Mann bedeutet mir viel. Der Arzt steht schon bereit. Sie müssen ihn nur noch abholen. Okay. Und weil ich gerade hier in der Nähe bin von dieser Kiste, nehme ich diese Kiste mit. Hey, aufpassen! Oh, Moment. Sehe ich das richtig, dass das ein... Das ist ein richtig funktionierender Skilift, ne? Boah, wenn ich dann auch die Gondel treffen würde. Uah, nicht die. Egal. Na gut, ich würde sagen, mit diesen... Anblick, könnten wir in die nächste Folge springen. Von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao!